So, und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Meine Güte, jetzt wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Der NRW-Boy 18 hier. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play. Und zwar machen wir in der SWAT-Reihe weiter. Nach meinem großen Erfolg von SWAT 3, damals vor vielen, vielen Jahren, folgt nun endlich SWAT 4. Ich habe es mir in der Gold Edition gekauft. Das ganze Spiel ist aus dem Jahre, lasst mich kurz gucken, 2005, glaube ich. Ich kann es gerade nicht lesen. Ich meine aber 2005. Ich habe es mir schon grob angeguckt. Ich habe mich ganz klein wenig mit der Steuerung vertraut gemacht. Es wird aber auch alles erklärt. Wir haben, bevor wir uns in unsere Karriere starten, die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Und genau das werden wir jetzt auch hier in diesem Teil machen, nämlich die Ausbildung hier oben absolvieren. Und nach der Ausbildung geht es dann los mit unserer Karriere. Es ist für mich hier ein Blindrun. Wie gesagt, ich habe es mir vor kurzem erst für ganz wenig Geld, 6 Euro habe ich dafür bezahlt. Bei eBay, total geil, zugelegt. Deswegen, wie gesagt, Blindrun. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich hoffe, euch gefällt's und ich hoffe, dass mir das mit der Ausbildung jetzt hier so einigermaßen gut gelingt. Also, wir legen los mit der Ausbildung. Da? Willkommen in der Riverside Trainingseinrichtung. Ich bin Lieutenant Sonny Bonds. Ich verfolge Ihr Training vom Laufsteg aus und gebe Ihnen ein paar Tipps im Hinblick auf unsere Vorgehensweisen. Ich bin sicher, Sie haben das alles schon gehört, aber eine Übung mehr kann nie schaden. Wie Sie wissen, sichert das Training dem SWAT die Überlegenheit. Nutzen Sie diese Anlage, um Ihre Waffen zu erproben und das neue Team kennenzulernen. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie einfach durch die Tür rechts von der Tafel. Na, da hinten. Also, die Grafik für die damalige Zeit mega Bombe geil. Und auch, es ist hier alles in Deutsch. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Und ich hoffe auch, dass ich das relativ schnell auch in den Missionen dann... Das erinnert mich gerade an Toonstruck. Dass ich das dann auch in den Missionen dann auch so dementsprechend einsetzen kann. So, mit Objekten interagieren, mittlere Maustaste oder F drücken. Zack, machen wir die Tür auf. Und da oben steht unser Herr, der mit uns kommuniziert. Das ist der Schießstand. Der Umgang mit Schusswaffen hat für jeden SWAT-Officer höchste Priorität. Aber bedenken Sie, das SWAT soll Leben retten. Sie dürfen nur in Notwehr schießen. Gehen Sie auf den Platz ganz links und geben Sie ein paar Schüsse auf die Zielscheiben ab. Sie sollten üben, auf das Massezentrum zu feuern. Ein Schuss in die Brust des Verdächtigen hält ihn ziemlich sicher auf. Okay. Eine gute Übung ist der sogenannte Misserfolg-Drill. Man feuert 2 Schüsse auf den Körper und dann einen auf den Kopf ab. Wenn Sie soweit sind, gehen Sie zum mittleren Stand. Naja, immerhin. Ihre Pistole ist Ihre Zusatzwaffe und wird meist benutzt, wenn Sie keine Zeit zum Nachladen haben. Auf die Entfernung sind Pistolen und Schrotgewehre ungenau. Man benutzt besser eine Maschinenpistole oder ein Sturmgewehr. Nehmen Sie Ihre Primärwaffe und feuern Sie ein paar Schuss auf dieses Ziel in mittlerer Distanz. Maschinenpistolen und Gewehre haben verschiedene Feuermodi, von Einzelschuss bis Automatik. Das M4 feuert halb- und vollautomatisch. Die Maschinenpistole ist halbautomatisch und bietet einen 3-Schuss-Feuerstoß. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zum Langstreckenstand. Er ging daneben. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine solide Standfläche haben. Jeder Schuss, der im Einsatz das Ziel verfehlt, könnte eine unschuldige Zivilperson treffen. Naja, halb daneben. Wo sind denn meine Füße und Beine, bitte? Ich bin ein Geist. Ich habe keinen Körper. Ich schwebe. Eieiei. Polizei, Hände hoch! Nein, das nicht. Hände hoch, runter! Na? Auf große Distanz ist Genauigkeit entscheidend. Geschickter und disziplinierter Umgang mit der Waffe kann Ihr Leben und das der Leute in Ihrer Nähe retten. Wenn Sie das M4 auf Automatik stellen, verlieren Sie durch den Rückstoß rasch die Kontrolle. Probieren Sie es gleich aus. Stellen Sie das M4 auf Vollautomatik ein und versuchen Sie, mehrere kurze, kontrollierte Salven abzufeuern. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie durch die Tür rechts. Sie jetzt, wie schwer man die Waffe auf diese Distanz halten und treffsicher bleiben kann? Ja, allerdings. Naja, aber... Hey, nur 2 daneben. Polizei, auf die Knie!
Moment, R ist nachladen, das habe ich schon gelernt. So, jetzt sieht's schön aus. So, wieder ein schöner Deck. So, wir können weiter. Okay. Nicht übel. Denken Sie daran, dass Sie aus einer starken und stabilen Position am treffsichersten sind. Wenn Sie sich beim Schießen bewegen, leidet die Treffsicherheit darunter. Je schneller Ihre Bewegung, desto ungenauer zielen Sie. Wenn Sie geduckt und stillstehen, ist Ihre Treffsicherheit am höchsten. In diesem Teil des Schießstands feuern wir auf mehrere Ziele hinter einer Deckung. Feuern Sie aus der Bewegung, um ein Gefühl zu bekommen, wie das die Treffsicherheit verändert. Bedenken Sie, wenn Sie aus der Bewegung feuern müssen, haben Sie bei geschmeidigen, konstanten Bewegungen bessere Kontrolle über die Waffe. Geschmeidig heißt schnell und treffsicher. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie durch die Tür rechts. Krass ist das. Das ist so geil, wenn er sich noch bewegt hat und er halt sich noch so ein bisschen auch bewegt von der Atmung, ja? Dann trifft er nicht. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Was steht da? Always remember. Denke mal daran. Mach's sicher. Good formula. We are orange. Ach du liebe Zeit. Don't touch the trigger. Unloaded and opened. Willkommen im Granatenschießstand. Üben Sie eine Weile, nicht tödliche Granaten zu werfen. Sie können Ihre Treffsicherheit prüfen, indem Sie sie durch die Fenster des Gebäudes werfen. Werfen Sie sie auf Kadett Wilson und Sie sehen Ihre Wirksamkeit. Wilson hat sich freiwillig gemeldet, weil er wissen möchte, wie nicht tödliche Waffen im Einsatz wirken. Ist der bekloppt? Fertig, Kadett? Kann sein. Kopf hoch, Junge, da mussten wir alle durch. Ja, klar. Es brennt nur ein paar Stunden. Wieso kann ich den denn bitte anvisieren? Na gut, hier hast es. Nimm das. Sie desorientieren Leute mit einem sehr lauten Knall und einem gleißenden Blitz. Sehen Sie nicht in die Detonation oder Sie werden auch geblendet. Toll. Danke, dass du mir das jetzt schon sagst. Moment nochmal. Jetzt haben wir CS-Gas. Schnüffelgas, böse Wicht. CS-Gas lässt die Augen tränen und beeinflusst die Atmung. Die Leute können kurze Zeit nichts anderes als husten. Granaten lähmen und desorientieren ihre Ziele mit Gummikügelchen. Hab verflucht! Großartig. Machen wir weiter. Ja, Moment. Erst will ich hier noch treffen. Ah! Okay, das ist ganz schön weit oben, mein lieber Herr Gesangsverein. Was zum Teufel? Ist doch nicht wahr. Er hat direkt die nächste geschmissen, Idiot. Ich wollte auch gar nicht die, ich wollte die 4. Der schmeißt ziemlich flach. Naja, wie auch immer. So, wir können weiter. So, los, probieren Sie diese Tür. Aha, ich habe sie vorher abgeschlossen. Für verschlossene Türen haben wir verschiedene Werkzeuge. Die erste Möglichkeit, knacken. Gut, wenn man leise eindringen möchte. Nehmen Sie Ihr Werkzeug und knacken Sie das Schloss. Warte mal, Feuer gedrückt halten. Ja, das kennen wir auch aus SWAT 3. Das ist eigentlich das gleiche. Unten Schloss knacken. Und jetzt können wir die Tür öffnen. Gute Arbeit. Weiter zur nächsten Tür. Da benutzen wir eine Durchbruchladung. Die ist lauter, macht aber mehr Spaß. Mit, was denn jetzt? Okay, jetzt gehen wir aufs Ganze. Nehmen Sie Ihre C2-Ladung und sprengen Sie das Ding auf. Mit C2 sprengt man Türen schnell auf und überrascht die Gauner auf der anderen Seite. Man geht in zwei Schritten vor. Bringen Sie zuerst die Ladung über dem Knauf an. Okay. Treten Sie dann zurück und sprengen Sie.
Mit der linken. Ha, guck mal. Die Tür! Wie geil, er hat auch gezählt mit den Händen. Ha, mit den Fingern meine ich. Mit den Händen. Guter Arbeit. Gefällt mir immer wieder. Damit müssen Sie vorsichtig sein. Das sind Sprengladungen. Jede Person direkt hinter der Tür wird dabei schwer verletzt. Wir sind eine Organisation, die Leben rettet. Wir wollen keine Opfer. Manchmal lassen einem die Schurken keine Wahl, aber oberstes Ziel ist eine friedliche Bereinigung der Situation. Die beste Lösung ist die, bei der kein einziger Schuss fällt. Wenn Sie Personen entdecken, müssen die sich als erstes auf den Boden legen. Schreien Sie so laut wie möglich, damit sie gehorchen. Auf den Boden, sofort! Officer Hansen hier war schlau und ergab sich. Aber die Schurken und die Opfer geben manchmal nicht so leicht auf. Sie sind befugt, jeden auszuschalten, der eine Waffe auf eine andere Person richtet. Aber Sie sollten Ihre Waffe nur in Notwehr abfeuern. Wenn eine Zielperson nicht aufgibt, aber niemanden bedroht, greifen Sie auf andere Optionen zurück. Sie können das nicht tödliche Schrotgewehr, den Taser, Pfefferspray oder eine Ihrer Granaten einsetzen. Das dürfte selbst den hartgesottensten Ganoven zur Vernunft bringen. Wo habe ich das alles? Okay, Hansen hat aufgegeben. Jetzt fesseln Sie ihn. An einem Tatort müssen Sie jeden fesseln, den Sie antreffen, da Sie nie zu 100% sicher sein können, wer Opfer und wer Täter ist. Doc, hier eindringen. Was weißt du eigentlich über den neuen Einsatzleiter? Wurde von L.A. hierher versetzt. Angeblich ein Topmann. L.A.? Das ist ein Kriegsgebiet. Die sollen jede Woche mehrere Einsätze haben. Darum sind sie wohl die Besten. Dann sind wir in guten Händen. Ohne Fesseln ist niemand richtig unter Kontrolle. Das Team möchte Sie kennenlernen, also gehen wir. Gehen Sie zum nächsten Raum. Wer hat denn hier gesprochen? War das mein Team? Okay, also das... Wenn Sie eine taktische Einsatzgruppe leiten wollen, arbeiten Sie mit den Leuten. Das Team ist im Raum auf der rechten Seite. Sagen Sie ihnen, sie sollen nachrücken, dann sehen wir, ob die Chemie stimmt. Oh, wie geil. Na ja, habt ihr euch es auf dem Sofa gemütlich gemacht. Unten rechts haben wir jetzt auch Nachrücken. Einsatzgruppe, öffnen, los, wenn ihr bereit seid. Nein, das ist nicht richtig. Mir nachrücken und dranbleiben, ich gehe voraus. Roger, ich komme zu Ihnen. Ich habe Sie nicht verstanden, Fields. In Position. Was sagten Sie? Nichts, Sir. Fields ist ein Großmaul. Aber wenn es blaue Bohnen regnet, kann man sich auf ihn verlassen. Okay, das mal sehen, ob ihr Jungs einen Raum sichern könnt. Befehlen Sie dem Team, den Raum hinter aus mir zu sichern. Wie redest du mit deinem Chef? Aus dem Weg, Boss. Ah, es hört sich schon besser an. So, gelb ist also... Ah, ich kann auch durchschalten. Gelb, blau und rot. Das ist sehr gut. Öffnen und sichern. Los, wenn ihr bereit seid. Verstanden, bin dran. Bewegung! Klasse! Keine sichtbare gut Bedrohung. Gut gemacht, LT. Gehen weiter. Wehe, wenn ich runterkommen muss, Fields. Alles klar. Ich mach das Licht alles aus. Klar. Folgen Sie ihnen und gehen Sie mit der Taschenlampe an der Waffe zur nächsten Tür weiter. Schick! Vorsicht bei Türen. Das SWAT beklagt die meisten Opfer durch Hinterhalte beim Durchqueren von Türen. Der Einsatz einer Granate durch die Tür gibt Ihrem Team Zeit, die Schwelle zu sichern. Los, öffnen Sie die Tür und sichern Sie mit einer Blendgranate. Das ist ja mal geil, das Menü hier. Blenden bereit, öffnen und sichern. Bin dran, Boss. Bis jetzt alles klar. Nachhut! Fields. Alles klar. In Position. Alles klar. Moment, der Chef hat reingeguckt. Ich komm jetzt. Eieieiei. Okay. Hinter diesen Reifen ist eine offene Tür. Am besten erkundet man einen Raum aus sicherer Entfernung. Ehemals benutzten wir einen Spiegel am Stock. Einfach, aber wirkungsvoll. Heute haben wir für alles ein Hightech-Spielzeug. Für Ecken und offene Türen gibt es den Opti-Stab. Der Opti-Stab hat eine winzige Kamera an einem Teleskoprohr. Man kann sogar unter einer geschlossenen Tür durchsehen, ehe man einen Raum betritt. Benutzen Sie den Opti-Stab und schauen Sie unter dieser Tür durch. Sie sollten den Stab von Ihrer Seite der Tür durchschieben können, ohne dass Sie den anderen Raum betreten müssen. Wenn Sie mit dem Stab fertig sind, sagen Sie der Einsatzgruppe, sie soll den Raum sichern. Sichern! Los, los! Verstanden, bin dran. Bewegung, los, los, los! Bis jetzt alles klar. Alles klar. Nachhut. Alles klar, gesichert. Und nü?
Sollte das Team beim Sichern auf einen Flur stoßen, werden die Leute auf sie warten. Dadurch verstreut sich das Team nicht so sehr. Sie sollen nachrücken und dann zu der Kreuzung weitergehen. Mir nachrücken. Alles klar. Sie haben jetzt zwei mögliche Wege. Manchmal ist es am besten, die Einsatzgruppe für unterschiedliche Aufgaben aufzuteilen. Befehlen Sie Team Blau, es soll sich an der Tür am Ende des Flurs aufstellen. So kann es Ihnen Deckung geben, wenn Sie und Team Rot zur linken Tür vorrücken. Team Blau, aufstellen und das Schloss checken. Bin dran. Rot. Team Rot, hinter mir. Befehlen Sie jetzt Team Rot, nachzurücken und zur anderen Tür zu gehen. Offen. Okay, Sie können Ihre Officers im Auge behalten, wenn sie von Ihnen getrennt sind und Ihr Tun durch Ihre Helmkameras mitverfolgen. Oh, egal. Überprüfen Sie, was Blau gerade sieht. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie in den nächsten Raum, dann legen wir richtig los. Guck mal, er nimmt sogar die Waffe runter. Ah, es gefällt mir. Das gefällt mir alles. Öffnen und sichern. Rot. Ach, alles wieder selber machen hier jetzt. Da Sie praktisch durch Ihre Augen sehen können, können Sie sie leicht aus der Ferne dirigieren. Ah. Sagen Sie Team Blau, es soll durch die Tür gehen und Sie sichern. Okay, und wie mache ich das? Wenn's groß ist, kann ich... wie geil ist das denn? Blau, macht auf und sichert. Und los, los! Keine sichtbaren Bedrohungen. Rücken weiter vor. Jackson, alles klar. Fields, ist sauber. Großartig, machen wir weiter. Guck mal, das bin ich. Wie geil. Das gefällt mir. So, weiter geht's. Verlassen Sie diesen Raum und gehen Sie die halbe Treppe im Flur hinauf. Okay. Ah, da oben steht er. Hallo. Warten Sie da. Ein wertvolles Mitglied Ihres Teams ist der Scharfschütze. Im Verlauf einer Mission liefert er wertvolle Infos und kann sogar Schurken ausschalten, ohne dass sich das Team in Gefahr begibt. Sierra 1 ist jenseits des Lagerhauses in dem kleinen Raum über dem Schießstand. Sierra 1, wann immer Sie bereit sind. Sierra 1 am Eindring-Team, habe hier eine unbekannte Person. Die Scharfschützen geben Ihnen Bescheid, wenn Sie was Interessantes entdecken. Wie bei Ihren Teamgefährten können Sie zur Ansicht der Scharfschützen umschalten. Überprüfen. Bild aufwärts, Sichtfenster für Scharfschützen. Wie geil ist das denn? Kann ich das auch größer machen? Scharfschützen steuern. Ich kann den selber steuern. Wie geil ist das denn? Bam! Wenn Sie fertig sind, gehen Sie hinauf in den Raum mit der Zielpuppe. Okay. Sehr geil. Kann ich ihn noch sehen? Hallo! Ach nee, hier war er. Da drüben ist er wahrscheinlich irgendwo. Schick. Gefällt mir. Okay, vorrücken in den nächsten Raum. Noch weiter. Wo sind wir jetzt? Toll, Donuts. Niemand hat verraten, dass es Donuts gibt. Was? Wie kannst du diesen Müll essen? Das Zeug macht dich im Einsatz träge. Wenigstens bekommt man hier etwas Abwechslung. Versuch macht klug, mein Freund. Ich gehe voraus, alle hinter mich. Roger, komme zu Ihnen. Sammeln und mir nach. Verstanden, sind unterwegs. Blau, Team Rot, hinter Ihnen, Sir. Ja, weiß ich doch, wo ist braun, blau? Ich höre sie trampeln. Da kommt sie. Hallo, hier gibt's Donuts. Zuschlagen. Ich glaub, alles klar. Gewonnen, kann das sein? Weg hier. Hungry Beer. Der hungrige Bär. Eieieiei. So, wo geht's hier weiter? Mission verlassen. Okay. Ja, okay. 95 von 100. Rang Inspektor. Hey, für mein allererstes Mal finde ich das mal gar nicht so schlecht. Ja, Freunde, das war also meine Ausbildung. Abgeschlossen war, wo habe ich denn meine 5 Punkte liegen lassen? Keine Beamten außer 10... Wo habe ich denn hier 5 Punkte liegen lassen? Hier 0. Keine Zivilpersonen verletzen. Nee, habe ich auch. Hä? Egal. Freunde, das war es auf jeden Fall mit der Ausbildung. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss und im zweiten Teil legen wir dann los mit unserer Karriere. Da bin ich sehr gespannt, was mich und euch dort erwartet.
Ja, und dann schauen wir mal, wie wir uns da so anstellen und ob wir das, was wir jetzt gelernt haben, auch wirklich umsetzen können. Also, macht es gut. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis zum nächsten Mal dann. NRW bei 18. Adieu.